Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Wir haben in der letzten Folge echt ziemlich Glück gehabt und 20 Eisen in einer Kiste gefunden. Ey, wir haben ja noch 50 Holz, cool. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ich habe nochmal nachgelesen und zwar soll der Hirschzertrümmerer tatsächlich vollkommen ausreichen. Also machen wir uns aus den 20 Eisen das letzte Rüstungsteil, was uns fehlt. Jetzt werden wir gleich überladen sein. Ich baue uns mal ganz schnell so ein Ding hier hin. Dann kriegen wir das restliche Eisen noch weg. 4 Stück können wir noch reinballern. Haben wir noch Kohle? Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht im Schmelzofen. Und auch hier nicht mehr, verdammt. Na gut, dann brauchen wir doch das Holz, was wir gerade hingebaut haben natürlich. So, wir haben aber schon 23 Eisen und 5 sind noch drin, das heißt 28 Stück haben wir insgesamt. Dann schnappen wir uns hier mal die 50 Holz und lassen hier in der Zeit mal noch etwas Kohle schmelzen. Und zwar einmal so und dann kann hier das restliche Holz rein. Knochen muss ich mal noch wegpacken. Und dann schmieden wir uns unser letztes Rüstungsteil. So, wo haben wir Knochen? Hier haben wir Knochen. Dann gehen wir einmal ins Metall hinein. 20 Stück. Müssen wir mal schauen, was wir noch dafür brauchen. Jetzt bin ich schon überladen. Hab doch fast nichts einstecken. Werfen es mal schnell dorthin. Wehe, das backt jetzt irgendwie weg. Dann weine ich ganz dolle. So, wir brauchen Eisenbeinschienen, oder? Jo, wir haben nämlich das, wir haben das. Und jetzt sind es die Beinschienen. 2 Hirschfell noch. Bitte liegen bleiben, bitte liegen bleiben. So, wir brauchen Fell. Und zwar Hirschfell. 2 Stück. So, schnell das. Ah, lauf doch um die Ecke. So, und dann können wir uns die Eisenbeinschiene endlich herstellen. Und damit haben wir es geschafft. Wir können das bronzene Zeug komplett beiseite lassen. Und wir sind jetzt einmal komplett so hier. Aber irgendwie die Beinschienen sieht man nicht so richtig. Naja, doch unten. Naja, ist nicht das Hübscheste. Aber prinzipiell finde ich die Schuppenrüstung-Dings hier, wie heißt's? Ich hab's schon wieder vergessen. Eisenschuppenrüstung, so. Die finde ich schon relativ hübsch. Dann hatten wir sogar doch irgendwo mal Rüstung, oder? Finde ich mal eine Truhe mit Rüstung? Echte, wir haben mal hier unten. Sag ich doch. Komisch, dass nichts anderes drin ist. Muss ich irgendwann auch mal wieder sortieren. So, damit haben wir das auf jeden Fall geschafft. Wir können uns hier mal eben fix was reinsnacken. Ausgeruht sind wir auch noch. Was ich mit euch jetzt aber erstmal ganz gerne machen würde. Einmal hier die Bienenstöcke auszuräumen. Wir können uns wirklich bewerfen mit Honig. Dann nehmen wir noch ganz schnell die Kohle hier. Packen das rein, dass das hier in aller Ruhe brutzeln kann. 9 Kohle für 5 Eisen. Wird wahrscheinlich wieder nicht reichen. Naja. Wir schwingen uns heute mal aufs Boot. Denn ich würde ganz gerne... Ah, wir müssen noch ganz schnell Pfeile produzieren. Entschuldigung. Wir haben kaum noch Pfeile. Und zwar hätte ich ganz gerne Feuerpfeile. Und wir brauchen Holz, Harz und Federn. Dann nehmen wir uns hier das Holz nochmal raus. 24 reichen mir. Harz und Federn. Wie viel war es denn jetzt von allem? Ich merke mir das immer nicht. Nein, wir brauchen Feuerpfeil. 8 Harz, 2 Federn. Also 24 Harz, 6 Federn hätte ich gerne. 6 Federn. Nein, nicht 5. 6 und 24 Harz. Dann können wir uns nämlich insgesamt 3 Stacks herstellen. Haben wieder ein paar Feuerpfeile, denn ich würde ganz gerne mit euch aufs Boot und mal gucken, ob wir zu dem zweiten markierten Ort von dem Uralten reisen können. Wenn mir 60 jetzt schon wieder verdammt wenig vorkommt. Wir hatten das letzte Mal auch in die 90 Pfeile und dann wurde es sehr, sehr knapp.
Ah, wir brauchen noch mehr. Wir haben kein Holz mehr. Das ist das Problem. Wir haben auch hier nichts mehr rumstehen. Ich glaube, Nahkampf ist irgendwie nicht so geil, was den Uralten angeht. Wir brauchen sowieso noch uralte Samen. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Oh, wir haben genau 3 Stück. Das ist ziemlich cool. Aber wir haben kein Holz mehr, ne? Doch, wir haben noch Holz. Können wir 4 Stück wieder wegpacken? 4 Stück, nicht 6. Was mache ich denn heute? Dann brauchen wir noch 4 Federn. Und 16 Harz. So. Ja, wir reisen mal hin. Wir gucken mal, ob wir den nochmal beschwören können. Und wenn das geht, dann besiegen wir ihn doch gleich mal. Und somit haben wir eigentlich gleich 2 Punkte abgearbeitet. Und zwar einmal gucken, ob wir den nochmal beschwören können. Und andererseits auch nochmal ein bisschen Welt erkunden. Denn der Typ ist hier hinten. Ist ja doch ein ganzes Stückchen entfernt. Dann gehen wir hier nochmal ganz schnell in so eine leere Kiste. Ah, wir hätten ja auch noch Holz gehabt. Naja. Würden wir bloß noch ein paar Sachen wegpacken und die Hacke vielleicht... Ja, wohl, vielleicht finden wir noch was Schönes zwischendurch. Aber das können wir erstmal so lassen. Der sumpfige Schlüssel, ich pack den auch mal weg. Ich habe echt Angst. Stellt euch vor, wir sterben irgendwo. Und das an einer Stelle, wo wir unser Loot einfach nicht wiederkriegen. Dann haben wir den Schlüssel nicht mehr. Ah, das könnte natürlich sein... Warum es den Uralten mehrfach gibt. Vielleicht aus dem einfachen Grund, dass wenn man diesen Schlüssel verliert, dass man sich ihn wiederholen kann. Die Frage hatte ich mir eh schon mal gestellt. Was passiert, wenn wir den Schlüssel verlieren? So. Eventuell ist das der Grund, aber ich würde sagen, wir paddeln einfach mal hin. Erkunden damit ein bisschen die Welt und wenn wir ihn nochmal beschwören können, dann besiegen wir ihn auch nochmal. Ich meine, es war jetzt nicht der schwerste Gegner. Es hat eigentlich das letzte Mal nur so ein bisschen am Pfeilmangel gehapert. Beziehungsweise nicht ganz. Wir haben es ja noch geschafft, aber es war halt etwas stressig. Sagen wir es mal so. Wir müssen vor und dann nach der Insel dort müssen wir rechts rum. So sagt es die Karte. Wir können eigentlich mal ein bisschen Kamera entfernen. Ach, schaut mal, schön, oder? Wir haben hier schon ein hübsches Plätzchen. Wir müssen unbedingt das Dach auf der Seite weitermachen. Das machen wir spätestens nächste Folge. Versprochen. Volle Kraft voraus. Ein paar Fische unter uns. Ich hoffe ganz stark, dass uns nichts angreift. Ich habe jetzt mal Videos gesehen. Hier gibt es auf jeden Fall fiese Seemonster. Auf die habe ich mal so überhaupt gar keine Lust. Allem ist halt auch die Sache, wenn wir hier auf hoher See sterben. Wir können ja nicht tauchen. Obwohl, wir können nicht tauchen, aber unser Lootpunkt, wo wir unser Loot wiederbekommen haben, war das letzte Mal ja auf dem Wasser, ne? Das heißt prinzipiell, nee. Ich hatte jetzt ein bisschen Angst, wenn wir sterben, dass das unter Wasser fällt und tauchen können wir ja hier nicht in dem Spiel. Aber wir sind ja das letzte Mal schon im Wasser gestorben und unser Zeug lag dann oben an der Oberfläche. Also Sorge unberechtigt. Wir gucken mal. Wir würden wahrscheinlich hier durchkommen, ne? Oh, das ist ganz schön eng. Nö, komm, wir gehen mal ein bisschen hier raus. Fahren hier einmal drumherum. Wir müssen wieder ein Stück weiter links. Mag diese Musik. So richtig motivierend für... Ist auch nicht so viel. Ich gehe die Welt erkunden. Was ist mit dem Brett dort los? Das habe ich nicht so schräg daran gebaut. Das auch nicht. Oder sollen das weitere Paddel sein oder so? Hm, wer weiß. Hier noch eine kleine Insel. Die habe ich das letzte Mal gar nicht entdeckt. Gibt es da irgendwas Schönes? Eventuell könnte es Zinn sein. Ich glaube, wir müssen wieder ein Stück rechts. Sieht mir so aus, als würde es gleich hier vorne durchgehen. Lasst mal gucken. Ja, genau. Das hier links ist ja alles noch unsere, ich sag mal, alte Welt. Genau. Hier haben wir den ganzen Spaß. Ich freue mich, dass wir in den letzten Folgen und auch jetzt wieder ein bisschen die Welt erkunden
dass wir einfach mal sehen, wie groß ist das Ganze hier um uns drumherum. Beziehungsweise, wo sind die Abgrenzungen, wo geht das Wasser los? Wir haben halt echt lange dafür gebraucht. Beziehungsweise, ich habe mir halt einfach viel Zeit gelassen damit. Aber es wird auch mal ein bisschen Zeit, die Karte zu entdecken. Und vielleicht auch irgendwann den dunklen Händler oder schwarzen Händler oder wie auch immer. Ich vergesse es immer. Komm, paddel nach vorne. Der wird einfach automatisch langsamer, sobald Land in der Nähe ist. Solange er nicht komplett stoppt, bin ich glücklich. Komm schon. Mach dich weiter vor. Naja, dann einmal hier drumrum, aber es ist schon noch ein ganz schöner Weg. Ist auch die Frage, ob das jetzt wirklich alles Wasser ist. Oder ob dann hier gleich vielleicht nächste große Insel kommt. Nicht stehen bleiben. Weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir jetzt paddeln. Sieht aus, als würden wir ein kleines bisschen schneller werden. Jo. Auf jeden Fall auch ein hübsches Fleckchen hier. Wir müssten ja dann hier rein theoretisch hier oben rauskommen, wo wir den ersten Troll hatten, oder? Das ist noch ein ganz schönes Stück weg. Wo ist nur unsere Basis? Hier. Dann war der hier unten irgendwo, hier. Na gut, das ist wirklich noch ein ganzes Stückchen weg. Und auf in die Weltmeere. Wir sind richtig auf Kurs. Haben direkt Skorbut bekommen wegen Vitaminmangel. Aber das muss man halt hinnehmen als Welterkunder, Schiffsfahrer, Kapitän. Warum denn? Wir haben keinen Wind, ne? Das ist natürlich äußerst mager. Obwohl der Wind eigentlich gerade schön in unsere Richtung weht, wenn ich es ja. Der Pfeil oben auf der Karte zeigt es an und drunter haben wir ja auch das Symbol. Deswegen verstehe ich nicht ganz, warum hier nichts passiert. Eigentlich müssten wir, wenn wir jetzt so gucken. Oh nee, der Wind geht genau in die andere Richtung. Entschuldigung. Ist natürlich äußerst schlecht. Dann brauchen wir noch gefühlt ein Jahrhundert, bis wir dort sind. Ich glaube, dann ist das Sinnvollste schon paddeln, ne? Weil so passiert halt gefühlt fast gar nichts. Paddel schneller. Guck mal, es stößt ihm jedes Mal in die Schulter. Ja, ich glaube, da geht Paddeln etwas schneller. Okay, ich hoffe mal, der Wind dreht sich noch, weil ansonsten wird das echt noch Ewigkeiten dauern, bis wir dort sind. Aber es ist auf jeden Fall erstmal alles hier Wasser und Ozean. Drüben scheint es dann... Och, was drehst du dich denn so krass? Drüben ist alles noch Insel. Aber hier scheint wohl doch alles Wasser zu sein. Wir unser Boot drehen können und einfach andersrum segeln? Nee, ne? Macht auch keinen Sinn. Der Wind kommt ja trotzdem aus derselben Richtung. Das war dumm. Ja, naja. Mal schauen, ob wir das in der Folge noch schaffen anzukommen. Bezweifle es. Aber wir müssen halt auch mal ein bisschen erkunden, das gehört halt dazu. Schaut mal die Farben, sieht geil aus, ne? Sieht echt mega aus. Generell so Lichtstimmung, Farbstimmung in dem Spiel ist teilweise schon manchmal mega geil. Aber es ist halt die Frage, haben wir hier drüben schon was? Trollhöhle. Ah. Ja,
Das ist halt die Frage, ob sich das jetzt wirklich lohnt, hier die ganze Zeit. Warum paddelt der eigentlich nicht mehr? Ah, jetzt, Entschuldigung. Ob sich das jetzt lohnt, bis dahin zu paddeln, oder ob man lieber wartet, bis sich der Wind dreht. Weil, guckt mal, wir haben gerade mal das Stück hier geschafft. Und das noch vor uns. Aber wir geben jetzt auf jeden Fall nicht auf. Wir müssen dahin. Vielleicht dreht sich der Wind ja von alleine noch. Aber man ist halt doch schon sehr, sehr langsam ohne Rückenwind unterwegs. Stimmt, da vorne ist die Trollhöhle. Ich hoffe nur wirklich sehr, dass hier nicht auf einmal irgendein Flussmonster, Seemonster, was auch immer ankommt. Aber ich sehe schon, dass das passieren wird. Wir sind zumindest auf richtigen Kurs. Jetzt sind wir nicht mehr komplett im Gegenwind, sondern ein bisschen schräger. Vielleicht bringt es ja was. Da vorne kommt Land. Hätten eigentlich auch mal schlau sein können und die Materialien für... Nee, das bringt nichts. Ein Portal mitnehmen können. Dann hätten wir uns hier drüben irgendwo ein Portal hingezaubert. Jetzt müssen wir den ganzen Weg auch wieder zurück. Das habe ich nicht bedacht. Was brauchten wir denn dafür? Wir brauchten die Kerne. Wir brauchten die Grauzwergenaugen. Natürlich einen Bauhammer und ich glaube ein bisschen Holz. Naja, wenn man einen Dungeon findet, wäre es prinzipiell machbar, sich das auch schnell zusammenzusuchen. Allerdings bringt es trotzdem nicht viel. Weil wir ja nur ein Portal dann hier haben. Das wäre jetzt die Frage, wenn ich jetzt noch ein drittes Portal mit der gleichen Kennung setze. Wie meine zwei anderen Portale, was dann passiert? Ob es sich überhaupt verbindet oder ob es immer mal zu dem einen oder mal zu dem anderen springt? Müsste man mal ausprobieren. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg zum Uralten. Gucken erstmal, dass wir den besiegen. Und dann müssen wir halt den Weg erstmal wieder zurück. Vielleicht mache ich das auch mal außerhalb vom Video. Ist doch eine etwas längere Bootsfahrt als erwartet, aber dafür mit umso schöneren Bildern. Finde ich zumindest. Hier auf dem Wasser, Sonnenuntergang. Ist schon was Hübsches. Ich glaube, hier drüben haben wir wieder Sumpf. Ich will jetzt nicht direkt im Sumpf ankommen, vor allem nicht in der Nacht. Wir sind auf richtigen Kurs. Hälfte ist ungefähr geschafft. Wir werden nicht alles mit dem Boot nehmen können. Ich denke mal, hier irgendwo wird dann spätestens Schluss sein, dass wir den Rest laufen müssen. Na, zumindest wissen wir, dass hier Sumpf ist. Kann das ja mal... Wie weit wird denn das weg sein? Hier so? Ich schreibe einfach mal hier Sumpf hin. Bin ja schon mal froh, dass Paddeln keine Ausdauer kostet. Das wäre ja richtig mies gewesen. Und am besten, sobald die Ausdauer leer ist, geht das Boot unter und wir ertrinken. Ja, sind wir wirklich fast eine komplette Folge. Ja, einmal Boot gefahren, ne? Ich meine, gut, ein paar Minuten am Anfang haben wir gebraucht. Aber trotzdem ist schon ein ganz schön weiter Weg. Und wenn ich mal überlege, wir haben gerade mal das Stück hier geschafft. Von der Karte. Oh Mann. Ich glaube, wir werden uns noch viele kleine Basisstationen bauen. Mit Portalen. Wenn wir hier die Welt noch ordentlich erkunden wollen. So, wir kommen wirklich im Sumpf raus. Ne? Das ist nicht so schön. Wir können hier natürlich noch ein Stück rechts. Ich glaube, wir fahren hier einfach mal mit dem Boot noch ein Stück. In der Nähe vom Land vorbei. Dass wir jetzt nicht direkt hier Halt machen müssen. Und uns noch ein bisschen weiter nach vorne kämpfen zum Uralten. Ja, naja, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich hoffe doch, dass wir in der nächsten Folge einen Kampf mit dem Uralten sehen. Wir haben definitiv hier ein bisschen die Welt erkundet. Und schauen mal, was uns hier drüben alles so erwartet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut.